Guten Tag. Der Termin am 19.10.2023 fand wie erwartet nicht statt. Diejenigen, die das nicht rechtzeitig mitbekommen hatten und dann vor Ort waren, die haben mit mir gegenüber im Café gesessen und wir haben uns total nett unterhalten. Das ging mehrere Stunden und ich lade deswegen auch wirklich völlig unbefangen zum nächsten Termin ein, zum 27.11. Details auf dem Startbild. Und hoffe, dass dann wieder alle dabei sind und sich anschauen, was sich unsere Justiz hier heute in Deutschland noch so alles ausdenkt, um völlig unschuldige Leute weiter zu nerven. Ja, mit Vorwürfen, die völlig haltlos sind, die einem dumpfen Gruppenbewusstsein entspringen, welches während der Corona-Zeit hier aufgebaut wurde, damit die Leute Autoritäten folgen, damit sie Autoritäten gehorchen, damit sie dem neuen totalitären System gehorchen. Und was sagte ich immer so schön? Selbst das beschissenste System dieser Welt, welches das ist, können Sie sich eins aussuchen, völlig egal, hat Regeln, an die man sich halten kann, damit einem nichts passiert. Und ich habe mich hier an deutsche Regeln gehalten. An die, die bislang kommuniziert waren. An die ich bisher geglaubt habe, dass sie auch angewandt werden. Ja, auch ich war zum Teil zu autoritätsgläubig. Aber das ändert sich ja gerade in der gesamten Gesellschaft. Es gibt eigentlich niemanden mehr, der diesen ganzen Spuk noch zu 100% glaubt. Es erodiert an allen Ecken und Kanten. Und insbesondere die Justiz muss natürlich aufpassen, was sie tut, weil jeder einzelne Angestellte des Apparats ist für seine Handlungen inzwischen selbstverantwortlich. Ja? Wenn es nicht eine unterschriebene Anweisung gibt, wo Vor- und Zunahme des Vorgesetzten draufsteht, wie man sich zu verhalten hat, dann muss man sich selbst überlegen, dass man sich nicht in die Nessel setzt. Ne? Das gilt für alle Staatsanwaltinnen und Richterinnen, wie ich immer so schön formuliere, genauso wie für jeden anderen. Ja. Dieser ausgefallene Termin schon mal, Schlamperei, ich weiß nicht, welche Konsequenzen das hat bei Gericht, wahrscheinlich gar keine. Dafür kriegen sie halt ein gutes Gehalt, dass sie sich dann sowas erlauben dürfen, nicht wahr? Ja, in jedem Supermarkt, wo eine Verkäuferin zu spät kommt, da kann es schon mal sein, dass da irgendwo eine Abmahnung eingeht, ne? Oder wo sie Kaugummi geklaut hat oder so. Aber ich gehe mal davon aus, der 27.11. findet statt und das Endergebnis ist ein völlig klarer Freispruch. Und wenn es das nicht ist, dann ist das dumpfe Gruppenbewusstsein weiter auf dem Vormarsch in Richtung totalitärer Herrschaft. Und ein weiteres gutes Indiz dafür ist ja, dass unsere führenden Politiker nach wie vor willens sind, politische Kompetenzen abzugeben an übergelagerte Instanzen, womit wir als Menschen, die diese Politiker gewählt haben, entmündigt werden. Das passt sehr gut zusammen mit diesem dumpfen Gruppenbewusstsein, ja, aus dem wir dringendst raus müssen. Und das klappt am besten, indem wir darauf verweisen, dass es dieses dumpfe Gruppenbewusstsein gibt. Es gibt immer noch Maskenträger. Es ist inzwischen Oktober 2023, bald ist November. Und dieser Scheiß wird immer noch geglaubt. Die Kernlüge lautet, das neuartige Virus ist um ein Vielfaches tödlicher als der Grippevirus und noch dazu ganz besonders heimtückisch, weil es auch von gesunden Personen massenhaft verbreitet wird. Doch zum Glück
können die infektiösen Personen durch den PCR-Test sicher identifiziert werden. Das ist das Kerngebilde. Die Propaganda ist längst entlarvt. Also Propaganda ist einfach bewusste Täuschung. Meiner Meinung nach ist es auch eine Form von Menschenverachtung, Menschen so in die Irre zu führen. Und für mich ist das ein unerträglicher Zustand. Die Täter sind längst entlarvt. 2019, Monate vor der Corona-Pandemie, hatte ich öffentlich in einem Interview bei KenFM vorhergesagt, dass Schwerverbrecher eine gefälschte Pandemie für das Jahr 2020 planen. Es ist traurig, dass trotz meiner Vorwarnung des größten Menschheitsverbrechens, was wir die letzten Jahre ja alle erlebt haben, unzureichend Unterstützung gekommen ist. Nürnberg 2.0 liegt in der Luft. Und ich glaube dran, dass das kommen wird. Und das wird nicht angenehm für diese Herrschaften, die sich die Taschen voll gemacht haben, mit unseren Leiden, inklusive dem meinigen, nämlich vollkommen diskreditiert worden zu sein, ne? Von Menschen, denen ich vertraut habe. Das Problem, das persönliche Problem, war doch nicht etwa, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten. Das ist ein unfassbarer Vertrauensbruch. Ich habe bis heute keine Entschuldigung gehört. Ich muss mich heute noch rechtfertigen für Blödsinn. Die Familien von vielen Menschen sind immer noch gespalten. Wir müssen auf dem Weg bleiben. Der Wahrheit. Ja, es gibt keine Alternative zu dem, was wir selbst sehen, hören und denken. Es gibt auch keine Menschen, mit denen man nicht redet. Es gibt hier vor allen Dingen in Deutschland kaum gute Menschen. Insbesondere die, die sich dafür halten, die sind es meistens nicht. Ja? Diese ganzen Diskussionen um links und rechts. Bullshit, sag ich nur. Ich habe mich mein ganzes Leben lang rausgehalten aus solchen Diskussionen. Ich möchte sachliche Diskussionen, die zu Lösungen führen, an denen möglichst viele Menschen beteiligt sind, an deren Erarbeitung möglichst viele Menschen beteiligt sind. Ja, also es gibt nicht die da oben, die dafür sorgen, dass man ein schönes Leben hat. Das würde der blauen Pille entsprechen, die man im Film Matrix gesehen hat. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Thomas Anderson hatte ja durchaus die Möglichkeit, einfach nur die blaue Pille reinzupfeifen. Nun gut, dann wäre er wie jeder andere auch einfach nur ein Gläubiger des Post. Modernen politischen Vogue-Irrsinns, ne? Hier in dieser Gesellschaft zum Beispiel. Aber das muss man ja nicht sein. Man kann ganz klar Positionen beziehen und einfach sagen, ich bin ganz klar anti-Vogue, weil Vogue ist alles andere als wach, ne? Und aufmerksam und kritisch. Vogue ist Gruppenbewusstsein. Dumpf, dumpf, dumpf und dumm und blöder geht's nicht. Selbstdenken geht anders. Und wir sehen uns am 27.11.2023. Und falls dieser Termin wieder erwarten mal wieder nicht stattfinden sollte, dann sehen wir uns im Diskutierclub gegenüber im Café, ja? Und sitzen wieder nett beisammen und haben von den anderen wieder etwas dazugelernt. So wie man das immer gemacht hat, wenn man etwas lernen wollte. Bis dann. Tschüss.
Fassen wir also zusammen, die Angstmanipulation wirkt wie eine Explosion. Sie ist unberechenbar in ihrer Gewalt, in ihrem Ausmaß, sie ist unberechenbar in der Zielrichtung und sie richtet sich eben vielfach auch gegen den Angstmacher selbst. Die Angstmanipulation ist also im Grunde töricht, aber vor allem ist sie unverantwortlich. Ein beliebtes Anwendungsgebiet ist die Politik. Kriege sind durch Angst ausgelöst worden, aber vor allem auch hat man Wahlkämpfe damit zu bestreiten versucht. Wir gehen mal nicht in die Gegenwart. Die Vergangenheit bietet genug Stoff und man kann da auch sehr offen reden. Die Weimarer Zeit war gekennzeichnet dadurch, dass sich die Angst gegenseitig aufgeschaukelt hat. Und wohin das geführt hat, wissen wir alle. Das Merkwürdige ist nur, dass man aus der Geschichte eigentlich kaum lernt. Man manipuliert fleißig mit der Angst weiter. In der Schule, im Betrieb, so mancher Chef kommt sich vor wie ein Oberbefehlshaber. Ist ja heute ganz schön, so eine Kündigung ist ja fast so eine Art arbeitsrechtliche Hinrichtung. Und in der Politik, bitte schauen Sie selber mit offenen Augen zu, wo in der nächsten Zeit in den Wahlkämpfen die Angst eingesetzt wird. Was kann man dagegen tun? Wir haben unsere Tabelle, die innere Abwehr, das Gegensteuern. Es ist sehr schwer, etwas dazu zu sagen. Die Angst geht in die Knochen. Das Entscheidende wäre, die Angstmacher anzuprangern. Das erfordert Mut. Also Angstmacher anprangern. Ein großer Mann hat einmal gesagt, Zivilcourage erfordert mehr Mut als Tapferkeit im Krieg. Diese kleine Bitte hat wird die Arbeit, die wir tun, nicht verändern. Ihr Einfluss wird gleich null sein. Wir werden weitermachen, das machen, was notwendig ist. Und wir repräsentieren die Mehrheit. Und die Mehrheit können Sie nicht stillschweigen bringen. Es wird so sein, dass wir auch im Herbst die Bevölkerung schützen vor weiteren Corona-Ausbrüchen. Sowas habe ich in meiner gesamten Laufbahn noch nie erlebt. Wo gibt es sowas, dass jemand eine Krebsdiagnose erhält und ein paar Stunden oder Tage später daran stirbt? So etwas kam bisher nicht vor. Es wird so sein, dass wir auch im Herbst die Bevölkerung schützen vor weiteren Corona-Ausbrüchen. Hey, sag endlich nein, still für dich ein.